Glitzer, Glitzer, neue Beute. Okay, es zählt auch für den. Das ist eine gute Kombo. Was machen wir am besten? Der muss weg. Und eigentlich auch, obwohl der hat keinen bleibenden Effekt mehr. Den könnte ich schon spielen, aber den spiele ich vielleicht am Ende der Runde. Ich zwei kann mich, ich den töten. Mit 5. Schnell! Oder ich gehe voll aggro auf ihn. Das sind 7 Schaden. Damit sind es 13 und nächste Runde wäre tot. Schnell! Mein erster Zug, der mal eine Sekunde länger gedauert hat als bei ihm. Ich gebe mich geschlagen. Magie wird euch in Stücke reißen. Ich war Sieg und Niederlage. Weiter geht's. Sieg, Niederlage, Niederlage, Sieg, Sieg. Gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ihr habt es so gewollt. 2x sie. Alunes. Ein Secret hätte ich lieber gehabt. Wenn ich mir mein Dings aufhebe, könnte ich es in der 5. Runde schon spielen. Durch die Münze. Melde mich zum Dienst. Raus aus meinem Dschungel! Okay. Mach ich so. Nächste Runde hätte ich gerne ein Geheimnis. 4. Bei einer 5. Runde möchte ich dann das Ding spielen. Die Waffe. Den einen Helden angegriffen hat. Das wäre auch jemand, den man am besten mit einem Frostblitz weghaut. So, was mache ich jetzt? Für 3 Mana kann ich auch nichts machen. Scheiße, aber wenn ich jetzt... Mal gucken, wie er reagiert. Er wird bestimmt den Helden angreifen. Na, kriegt er jetzt nochmal wieder? Ja. Na, okay. Das ist okay. Danke. Schon mal wäre gewesen, wenn er Windzorn bekommen hätte. Melde mich zum Dienst. Aber nichtsdestotrotz sollte ich ihm jetzt. Der Kabale!
Das war eigentlich ein ziemlich guter Zug. Hätte mich ja geärgert, dann sag ich. Melde mich zum Dienst. So, was mache ich? Ich könnte die beide spielen. Ich kann aber auch erstmal so machen. Lasst eurer Macht freien Lauf. Okay, nächste Runde kann ich schon mal 9 Schaden verursachen. Hat das deswegen drin? Das wäre jetzt die nächste Frage. So, egal. Ich hab's zuerst gefunden! Nichtsdestotrotz kann ich nächste Runde 19 Schaden machen. Außer er spielt was mit Spott oder tötet eins meiner Monster. Auf nach Norden! Ansturm Gottes Schild. Okay. Nicht mit mir. Fantastisch. Sorry, aber ich werde dich töten. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Okay. Dann machen wir noch eine schnelle Runde. Jaina gegen Thrall. Eure Zeit ist gekommen. Ihr habt gleich so in der gewollt. Ersten Runde kann natürlich auch nett sein. Na, ob das schlau war. Die muss ich natürlich nicht auf, als erstes gleich auf der Hand haben. Naja, egal. Oh, sehr nice. So, was nehmen wir? Kopiert den Diener mit den niedrigsten Kosten auf eurer Hand. Das kann auch der dann sein. Diener ausspielt, wird dieser in ein Schaf verwandelt. Die niedrigsten Kosten. Vor allem, wenn ich gerade nur einen in der Hand habe. Er hat aber auch scheinbar auch keine gute Hand gehabt. Er hat 3 Mal Mulligan gemacht. Jetzt noch. Danke. Okay, 4 Mana. Ich könnte den spielen oder ich spiele Simaltrum. Aber da hätte ich eigentlich gerne so 2 Schaden. Er hat 5. Wenn ich das spiele, kann er höchstens... Ach komm. Ich komme zu spät. Viel zu spät. Wir wollen ja rushen. Ich spiele die nächste Runde die beiden. So, 5 Mana. Den Diener mit den niedrigsten Kosten. Wenn ich das spiele, dann kann ich das hier spielen, aber sein Effekt kommt nicht zur Geltung. 4. Dann kann ich aber nicht mehr den Effekt nutzen von ihm.
Das ist eigentlich eine Karte, die ich so schnell wie möglich zerstören sollte. Aber wenn er nur Crap zieht, ist das auch egal. Deswegen gehe ich Aggro. Wenn nach 1,5 mal ein Schaden durchkommt, dann kann ich ab der 7. Runde... Kein Spott. Scheiße. Mist. Gut gespielt. Was mache ich am besten? Ja, komm. Schnell! Wir berühren die grenzenlose Macht, Magier. Was mache ich da am besten? Erstmal muss die eigentlich weg. Das war's. Mehr. Ich brauche mehr. 10 Handkarten, Mist, das wird eine kaputt gemacht. Ich dachte schon, der Zauber, das ist seine eigene. Danke. Scheiße. Was mache ich? Ich könnte ihn damit 5 Schaden machen. Kostet den niedrigsten. Was soll ich machen? Mache ich mal so. Wenn ich das spiele, habe ich noch 4 Mana. Wir haben viele Geheimnisse. Ach, das sieht gar nicht als... Okay. Das war's. Wir werden diese Welt. Aber eigentlich hätte ich das nicht machen sollen. Ich hätte auf Attack gehen sollen. Scheiße, da wird die Dingskarte kommen. Schnappt sie euch, Jungs! Ich bräuchte eine Karte mit auf einem 4 Schaden auf einen Gegner. Scheiße. Gut gespielt. Aber er kriegt 4 Schaden. Ein, 2 Schaden zu. Ebenso viel Schaden. Sechs. Dann mache ich nochmal 3 Schaden. Mist. Wie mache ich es am besten? Den mit den geringsten Mana-Kosten. 2, 5. Ich frage mich, ob... Für Dalaran. Ach, passt doch. Scheiße, es geht noch einen Diener. Ah, ich bin doof. Ich komme zu spät. Viel zu spät. Aber vielleicht habe ich Glück in der Spieldocken Diener, der weniger als 4 Leben hat. Oder bis zu 4 Leben. Das danke. Scheiße. Lass die frohen Herz der Geißel.
Aber jetzt schaffe ich es trotzdem, glaube ich. Die Wahrheit ist ein Schritt. Der hat auch noch Ansturm, verdammt. Geht's noch? Verzeihung, ihr steht in Flammen. So, ich mache eine ganz kleine Pause. Wir sehen uns bei der nächsten Folge.